Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Kampagne France. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. So, wir schauen mal uns um. Wir haben das eine Feld mit dem Mais durch mit dem Häckseln. Die Silage ist hier bereits drin, ist am Gären. Bei wie viel Prozent ist er? 1%, also gerade jetzt angefangen. Okay, wir wollen jetzt schauen. Es ist 20.05 Uhr. Wir schauen jetzt mal, was noch heute anstehen würde. Gibt es irgendwas noch an Ernte? An Ernte gibt es noch hier Feld 30, 31. Das müssten wir noch fertig machen. Danach wären wir eigentlich durch. Dann könnten wir im Prinzip wieder neu anfangen hier. Sprich mit der Einsaat und so weiter. Aber Feld 30, 31 müsste noch gemacht werden. Was ist denn da drauf? Da müsste drauf sein Weizen, ne? Korrekt. Okay, dann holen wir uns den Kipper. Vorschlag, wir holen uns den Kipper. Fahren zum Feld. Der Drescher müsste ja schon dastehen. Dann können wir noch gucken, dass wir das Feld 30, 31 einmal dreschen. Das würde ich auf jeden Fall noch fertig machen. Und dann können wir eigentlich gerne in die Nacht gehen. Und dann schauen, dass wir morgens früh aufstehen, damit wir auch noch was geschafft kriegen. Ne? Da müssen wir auf jeden Fall nachgucken. Aber ein bisschen müssen wir noch arbeiten. Das ist Fakt. Ein bisschen müssen wir noch was tun. Hier müssen wir noch das Ganze Stroh pressen und abfahren. Ist auch noch ein Haufen Arbeit, aber okay. Ich würde erstmal hinten Feld 5 machen, dass das auf jeden Fall fertig ist. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so viel Arbeit. Einmal grubbern, düngen. Und dann kommt die Einsaat wieder drauf. Das dürfte also relativ zügig auch gehen. So, wir fahren jetzt hinten zum Feld, zum Weizenfeld. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen sollen. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir relativ unsicher, Leute. Gerade. Weil ja, auf meinem Bildschirm sehe ich relativ viel, aber ich glaube, in der Aufnahme ist es ein bisschen dunkler. Schauen wir mal. Schauen wir mal, Leute. Ich meine, wir haben morgen auch noch jede Menge zu tun. Es führt kein Weg dran vorbei, ne? Fahren wir hier an den Rand. Den Traktor ab. Ja, Weizen. Wir müssten dreschen. Komm, machen wir noch. Abendliches Dreschen. Es muss sein. Stroblage einschalten bitte. Danke. Wir müssen noch Gas geben, Leute. Danke. Ein bisschen gerade fahren. Es ist ja jetzt mittlerweile ein relativ großes Feld. Wir hatten uns ja zusammengelegt, zwei Felder. Und von daher finde ich das hier mit dem Ertrag eigentlich dann schon relativ in Ordnung, meiner Meinung nach. Quietschestuhl, danke. Hab mich mal gerade ans Handy gesetzt. Also ich finde, das Feld ist jetzt eigentlich schon relativ groß geworden. Obwohl das eigentlich gar nicht so groß ist, aber es wirkt einfach größer. Einfach dadurch, dass wir wirklich zwei Felder hier zusammengelegt haben. Ne? Es wirkt wesentlich größer dadurch. Das ist schon heftig.
was das Zusammenlegen von zwei Feldern ausmacht. Wahnsinn. Eventuell können wir noch das andere Feld dazu nehmen, später. Da hätten wir wirklich ein Riesenfeld hier. Das wäre vielleicht auch nochmal optimal, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn wir noch das andere Feld hier, Feld 29 wäre das, mit hier anschließen an Feld 30, 31. Dürft ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde die Option eigentlich gar nicht mal so übel. Aber, wie gesagt, ihr dürft mitentscheiden. So, wir machen jetzt das Weizenfeld hier noch zu Ende mit dem Dreschen. Den können wir morgen früh nämlich relativ viel pressen direkt. Ballen abfahren können wir von mir aus auch verkaufen fahren. Ich glaube, Strohballen haben wir eben momentan noch genug am Hof. Das sollte also kein Problem werden. Dann können wir die Ballen nämlich komplett verkaufen. Das Stroh hier komplett verkaufen, was wir zusammenkriegen. Vielleicht machen wir es auch mit Ladewagen. Mal gucken. Vielleicht machen wir es auch mit Ladewagen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ladewagen haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Oder auch noch gar nicht mit wirklich gearbeitet. Hier auf der Map. Meine ich. Außer, ich glaube doch auf der Wiese, ne? Hatten wir mal aufgesammelt, glaube ich. Kann das sein? Kann sein, ne? Also Reste oder sowas. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich meine, wir hätten doch schon mal mit Ladewagen gearbeitet. Aber wir können mal gucken, wie wir das in Zukunft hier angehen. Komplett. Ne? Ich bin mal gespannt. Bin echt mal gespannt, Leute. Ist jetzt die Frage, sollen wir mit Ballen arbeiten oder sollen wir ohne Ballen arbeiten? Sondern mit Ladewagen. Das wäre nämlich die Option, die wir hätten. Ich guck mal ganz schnell. Haben wir einen Ladewagen? Ich glaube, wir hatten sogar einen Ladewagen da. Oder hatten wir ihn abgegeben? Ne, wir haben einen. Wir haben einen. Dann lasst ihn doch nutzen, kommt. Dann arbeiten wir diesmal mit Ladewagen anstatt mit Ballen. Ist auch mal wieder eine schöne Sache. Ist auch mal wieder was anderes. Als immer nur mit Ballen, ne? Von der Stroh wird eh verkauft. Also warum sollen wir da uns die Arbeit machen und das zu Ballen pressen? Hm. Da steht, glaube ich, ein, oder? Ich glaube, das leuchtet ein. So. Ansonsten. Campaign of France, wie ihr merkt, ist jetzt, sage ich mal, so das erste Videoprojekt, was mittlerweile wieder gestartet ist. Ich habe vor, ich erzähle es euch, glaube ich, in der nächsten Folge komplett. Ich habe vor, noch ein paar weitere Projekte mit dazu zu nehmen. Der Ron weiß auch schon, welche Projekte auf jeden Fall noch dazu kommen werden. Ich glaube, ab morgen früh auch wieder Losberg vom LS17. Habe ich mega Bock drauf. Will ich morgen wieder starten. Ansonsten habe ich, wie gesagt, mit Ron geredet. Mal gucken, wie das wird. Ich würde euch morgen 20 Uhr dann in der Folge auch erklären, was ich vorhabe, wie ich das vorhabe und wie ich mir das denke, zumindest aktuell. Es ist jetzt nur so eine Idee gewesen quasi, die ich dazu habe, um natürlich nach vorne zu kommen, aber ob es klappt, ist natürlich die andere Sache. Wir können das Rohr schon mal ausfahren, denn der Drescher ist gleich voll. So, dann holen wir uns den Kipper.
Können wir nämlich hier einmal abkippen. Ich hätte das auch noch hochbauen können, ne? Na, habe ich vergessen. Egal. Ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ist halt so. Ich habe es jetzt vergessen. Hätte ich hochbauen können, egal. Können wir den Weizen verkaufen? Ich meine, wir haben 26.000 Liter Weizen im Lager, ne? Kooperativ Agricole bietet gerade am meisten. Das wäre direkt hier vorne, ne? Ja. Könnten wir den Weizen im Prinzip direkt da verkaufen, ne? Ah, gut. Der Kipper ist ja noch nicht voll. Das heißt, ich fahre nochmal hinten hin. Oder fahre hier hin. Okay. Okay, Rohr einfahren, Drescher starten und ab die Post. Weiter geht's mit dem Dreschen. Hier Aufwelt 30, 31. Ja, von mir aus, wie gesagt, können wir gleich mal hingehen und den Weizen direkt verkaufen. Bringt auch wieder ein bisschen Geld rein. Nicht viel, ja, aber ein bisschen. Verkehrt ist es dann, glaube ich, auch nicht. Dann kriegen wir noch mal Geld rein. Was natürlich nochmal mit Sicherheit einiges sein wird. Und BGA sollten wir auch nochmal Geld kriegen, ne? Von der BGA. Da müsste auch noch Geld reinkommen. Ich weiß nicht, wie viel. Wir haben ja ein bisschen was verkauft an Gülle. Mist, glaube ich, auch. Silage auf jeden Fall und Gülle, das weiß ich. Mist bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Aber ich meine, auch da müssten wir was verkauft haben. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, was noch zum Verkauf da wäre Milch und Wolle. Drei Paletten Wolle haben wir mittlerweile zusammen. Die vierte ist gerade am Befüllen. Von daher, Wolle haben wir eigentlich da auch einiges. Das sind 2000 Liter pro Palette, also 6000 Liter Wolle insgesamt. Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Also da können wir echt viel, viel verkaufen noch. Ein gutes Geld mitmachen. Das auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf. Weil neue Felder, neue Tiere, neue Möglichkeiten. Klar, neue Tiere würde ich auf jeden Fall holen. Neue Felder brauchen wir natürlich auch, ich weiß es. Aber ich würde eher nochmal auf neue Tiere oder auf weitere Tiere gehen, damit wir den Ertrag der Tiere bzw. den Verbrauch von den Pferden eventuell nochmal in Form von Tiere erhöhen können. Das wäre natürlich eine schicke, schicke Sache. Wo ich natürlich auch darauf hinarbeiten möchte. Weil wir haben jetzt so viel an Vorrat hier, auch Stroh und Heu haben wir noch in Vorrat, was wir so eigentlich gar nicht brauchen aktuell. Auch Silage haben wir eine ganze Menge noch da. Das brauchen wir aktuell auch nicht, ne? Deswegen würde ich eigentlich schon schauen, dass wir auf Dauer dann erst nochmal ein paar Tiere zusammenkriegen und den Verbrauch von Ressourcen, sage ich mal, dann erhöhen, um dann wieder natürlich weitere Felder kaufen zu können, beziehungsweise den ganzen Ertrag nochmal weiter zu steigern. Auch von Milch, Wolle, Eiern. Naja, gut, Eier jetzt nicht unbedingt, aber Wolle und Milch zum Beispiel, ne? Schweine hätten wir auch noch eine Möglichkeit zu bekommen. Die kosten aber auch einiges, wenn ich mir ja unten den Schweinestall anschaue. Die Fläche hier kostet 101.000. 101.000, das ist verdammt viel Geld, was es das kostet. Und da müssen wir auch erstmal hinkommen. Und dann noch die Schweine dazu kaufen. Oha. Aber gut. Müssen wir schauen, wie wir es angehen. Machen würde es auf jeden Fall auf Dauer. Aber wie gesagt, aktuell sehe ich da noch keinen Sinn dran, da was zu machen in Richtung Schweine. Sondern erstmal weiter mit Schafen und Kühen. Hühner müsste, glaube ich, voll sein. Neue Hühner kriegen wir nicht mehr. Der Hühnerstall voll ist, meine ich. Können wir auch gleich nochmal gucken. Aber in Richtung Schafe und Kühe können wir auf jeden Fall noch gehen. Das ist sicher. So. Okay.
Das sieht doch soweit gut aus. Das sieht soweit gut aus, Leute. Okay. Wir werden das letzte Stück in der nächsten Folge fertig machen, fertig dreschen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag einmal, bis dahin natürlich erstmal Servus. Danke fürs Zuschauen und tschüss.